Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem erneuten Live-Chat. Guten Abend. Gut, ich sage jetzt einfach mal, was wir hier so. Heute besprechen. Genau, drei Punkte, wie gesagt. Erster Punkt sind Immobilienpreise verdoppeln sich in 10 Jahren. Habe ich da mal was gehört? Bevor ihr jetzt vom Stuhl fällt, ich will einfach mal was dazu sagen. Und ja, das ist halt ein Stichpunkt davon. Dann der zweite Punkt sind Rechnungen von Handwerkern. Wir haben jetzt Handwerkerrechnung bekommen. Wollen wir auch mal ein bisschen darüber reden. Und der dritte Punkt ist unser Sanierungsprojekt, wie so der aktuelle Stand ist. Fangen wir mal an. Thema Nummer 1. Immobilienpreise verdoppeln sich in den nächsten 10 Jahren. Also jetzt haben wir 2020. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Live-Chat siehst, denn ich speichere ihn danach bei Instagram TV. Und circa 2030 sollen sich die Immobilienpreise bei uns verdoppeln. Habe ich jetzt mal gehört von einem bekannten großen Immobilieninvestor. Und ja, was heißt das? Das heißt, wir sind jetzt momentan, wo viele, viele Menschen da draußen denken, dass wir teuer sind, sind wir eigentlich günstig. Also ich habe schon immer gesagt, wenn ihr in Immobilien investieren wollt, dann ist jetzt der aktuelle Zeitpunkt, ist der richtige. Denn viele spekulieren auf irgendwelche Blasen da draußen, auf fallende Preise, auf durch den Coronavirus Preise fallen. Also bis jetzt ist nichts passiert und ich denke auch nicht, Sogar gestiegen. dass sich irgendwas da, ja genau, dass sich da irgendwas ändern wird, also in die andere Richtung nach unten. Kann natürlich sein, keiner hat eine Glaskugel, aber momentan sieht es überhaupt nicht danach aus. Jetzt die Nachfrage steigt wieder nach Immobilien. Meine Frau merkt das ja auch Ja, als Immobilienmaklerin. wieder läuft jetzt alles Genau, ja. Und aktiv. genau, da kann jetzt wieder alles, Besichtigungen stattfinden, alles Mögliche, wo da der richtigen Coronavirus-Zeit einfach nicht ging. Und ja, also auf jeden Fall, ich habe immer gesagt, wenn ihr jetzt nicht kauft, weil ihr denkt, weil wir zu teuer sind, dann werdet ihr das bereuen in den nächsten Jahren. Und es ist auch 2030, dann denkt ihr bestimmt, ach, hätten wir 2020 investiert. Jetzt wären schon 10 Jahre rum, da waren noch die Preise so günstig, wie wir jetzt 2020 vor 2010 gedacht haben und alles Mögliche. Also immer wieder, du musst jetzt investieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Egal, wann du siehst, wenn du 2025 siehst, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Ja, ich habe gestern noch auch Besichtigung gehabt bei Stuttgart. Da habe ich ein Haus zu vermarkten und da waren halt für dieses junge Paar noch die Eltern mit dabei und die wohnen ebenfalls dort bei Stuttgart und die haben gesagt, die Preise sind alles von gut und böse oder irgendwie in die Richtung. Das ist ja nicht normal, wie die Preise so sind. Wir haben 2006 noch gekauft. Und so viel bezahlt, also deutlich, deutlich weniger. Und man sieht, es sind 2006, also es ist, wie viele Jahre? 14. 14 Jahre hat es gesagt. Und damals haben die auch schon gedacht, es ist teuer, aber die haben damals gekauft und haben dann auch Zinsbindung gehabt und alles. Aber was ich sagen wollte, das ist das genauso wie wir dachten. Aber als ich Ausbildung angefangen habe, da war ich glaube 2014 oder 15 und da haben wir auch gedacht, boah, die Preise, die steigen, die sind ja nicht normal so hoch und so. Und jetzt, wir haben dann 2000, dann ganze Ausbildung haben wir gar nichts investiert. 2016 habe ich mich dann selbstständig gemacht und auch, boah, die Preise, ai, 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 wohin mit den Preisen? Und auch wieder nicht investiert. Und 2018 erst haben wir wirklich zugeschlagen, wo auch alle gedacht haben, ach, die Preise, wie gesagt, jedes Mal dasselbe. Und hätten wir aber 2014 gleich schon eine kleine Wohnung gekauft, wäre sie 2018 schon 4 Jahre quasi Zins und Tilgung in unseren Sparfuchs, quasi in unsere Socke reingeflossen. Und da könnten wir wieder was Neues kaufen davon, also von der Wertsteigerung oder von den Mieteinnahmen, weil wie gesagt, jeder Tag ist ein verlorener Tag. Jeden Tag fließt das Geld an jemanden anderen, nicht an euch. Und deswegen ist einfach jeder Tag sag ich mal, ein guter Tag, um zu investieren mit Köpfchen. Genau, wenn du weißt, wie es funktioniert, also
Ich höre auch immer wieder Leuten, mir fehlt der Mut und so. Also, wenn du mal ins angebliche kalte Wasser springst, dann wirst du sehen, dass es gar nicht so kalt ist. Also, du musst ein paar Sachen wissen, wie ich schon immer sage. Wir haben noch nie, ich werde es immer wieder, ich glaube, diesen Spruch lasse ich mir drucken, weil wir haben noch nie mit einer Excel-Tabelle Immobilien gekauft. Viele sagen dir draußen, die haben so eine riesen Excel-Kalkulationsliste und dann geben sie das ein, dann geben sie das ein, dann geben sie das ein. Das bringt zu nichts. So tust du immer noch mehr, dir Gedanken machen und dann investierst du nichts. Das ist Blödsinn. Das ist überhaupt nicht nötig. Also ein für alle Mal, das muss klar wirklich gesagt werden. Das machen auch die großen Investoren auch nicht. Die gehen einfach schauen, was die Kaltmiete ist, durch den Kaufpreis, das war's. Mehr wissen sie, brauchen sie nicht. Unser Mentor hat dann am Anfang auch gezeigt. Ich habe gedacht, oh, wie rechnet der das? Das ist so simpel und einfach, das kann jeder 14-Jährige machen. Und deswegen sagen die Erfolgreichen oder die Mentoren und alles, ihr müsst alles so banal wie möglich Halten. halten, dass es ein 14-Jähriger versteht. Und das ist ein gutes Geschäft. Wenn es zu kompliziert ist, dann Finger weg davon, dann versteht ihr selber nichts davon. Deswegen sagt er, in Immobilien können Jugendliche einsteigen und investieren, weil es ist einfach so simpel, also es muss so simpel gehalten werden und es ist auch simpel. Und es sagen Leute eben, wo jahrelang, Jahre, Jahrzehnte dabei sind und riesen Immobilienbestand haben. Also wirklich. Und es ist die Tatsache, so investieren wir auch und so funktioniert's. Und so geben uns die Banken das Geld, sonst würden sie ja sagen, hey, was macht denn ihr da? Das macht ja gar keinen Sinn. Haben wir noch nie gehört. Noch nie. Seit der ersten Immobilie haben wir noch nie gehört. Wir haben manche komplexe Dinge wollten wir machen. Da haben sie uns gesagt, ja, haben sie ein paar Fragen mehr gestellt und haben halt auch gefragt, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Zum Beispiel, weiß ich noch, wir wollten eine 5 Zimmer kaufen, wollten dann ein WG draus machen. Ah ja, Das ist wieder was Kompliziertes, weil da brauchst du Ja. eben, zum Beispiel, wenn du aus 5 Zimmer, keine Ahnung, 4 WG-Bewohner brauchst, dann ist es halt wieder anders kalkulierbar für die Bank. Ja. Das ist halt dann nicht so sicher, dass die ihre Zins- und Tilgung bekommen, weil du musst halt immer wieder. Das ist immer Bewegung bei Studenten Genau. und auch 5 Zimmer, das heißt höherer Kaufpreis, höhere Zins- und Tilgungsbelastung und gleich kann alles ins Schwanken kommen eigentlich, ja. Deswegen keep it simple, keep it clear. Kleine Wohnungen, 1 bis 2 Zimmer und das läuft einfach. Das ist, auch wenn eine wegbricht, habt ihr noch zweite oder dritte, die das Genau. dann trägt. Genau. Also wirklich, das ist so einfach. Also es ist wirklich einfach. Also ich würde es nicht behaupten, wenn es nicht so wäre, wirklich. Ich bin nicht so ein Mensch, wo irgendwas behauptet, wo es überhaupt nicht so ist. Die, wo mich kennen, die wissen das und ja. Also auf jeden Fall, ja, Mut haben, einfach rein da und wie gesagt, du lernst ja, learning by doing. Du lernst nach und nach immer mehr dazu, aber am Anfang brauchst du wirklich die Basics und das war's. Und du brauchst nicht, auch bei der 20. Immobilie, da brauchst du nicht viel mehr wie bei der ersten Immobilie. Also es ist wirklich, da weiß man vielleicht ein bisschen mehr, aber die Sachen sind halt einfach nur so ein Nebeneffekt. Die bringen dich trotz so oder so nicht weiter. Du brauchst sie nicht, für die nächsten Immobilien brauchst du nicht. Guten Abend. Du brauchst nicht noch zusätzliches Wissen, wenn du mehrere Immobilien kaufst. Das Wissen, wenn bei der 20., 30. brauchst du einfach nur das, wo du bei der ersten hast. Das reicht vollkommen. Ja. Genau, das ist der erste Punkt. Jetzt haben wir uns ausgeschöpft. Ja, aber das muss man einfach klarstellen, weil viele eben, ich kriege immer wieder auch Nachrichten, es war jetzt vor kurzem wieder, gestern, ja, dass halt der Mut fehlt. Und ja. Aber du brauchst da wirklich gar keinen großen Mut. Du musst einfach mal durch. Tun, machen, Genau, einfach mal ins machen. Handeln kommen, alles Am Synonyme. besten eben, wie gesagt, ein kleines Investment, Einzimmerwohnung. Das ist zum Beispiel, kann man auf sowas achten. Beim ersten Investment, da hast du keine große Geldspanne. Du bist da ziemlich banal gehalten, was die Investitionssumme anbelangt. Und da sagen die Banken auch dann kein Problem, wenn die 4, 5 Zahlen, Daten und Fakten stimmen. Und dann ist alles gut. Ja, Dann funktioniert das. jede Kellnerin kann sich eine Einzimmerwohnung leisten. Ja, genau. Also da sind die Kaltmieten also eigentlich am niedrigsten. Ja. Und von daher, genau.
einfach. Quadratmeter aber am höchsten. Ja, das ja, das ja. Also das aber so auf die Gesamtsumme ja. gesehen, weißt du, das, wo ja. vom Geldbeutel von dieser Person ist, wo da einzieht, mhm. ist halt am niedrigsten gehalten bei einer Einzimmerwohnung. Für dich ist das Investment am kleinsten. Das Risiko ist überhaupt, weil ich sehe gar kein Risiko zum Beispiel, wenn man in Immobilien investiert. Ja. Also wenn du weißt, wie gesagt, 4, 5, 6 Sachen, dann gibt es kein Risiko meiner Meinung nach. Okay, das war Punkt Nummer 1, Immobilienpreise, die wohl neu dazugekommen sind. Und Punkt Nummer 1 heißt, Immobilienpreise verdoppeln sich in den nächsten 10 Jahren. 2030 sollen sich die Immobilienpreise ja. sogar verdoppeln. Schaut einfach später nochmal von vorne an. Genau, meine Frau hat es heute eilig. Ich? Nein. Morgen in den Urlaub und Koffer packen. Ich hack den Punkt mal ab, wenn irgendwas ist. Einfach nur fragen im Nachhinein, gar kein Problem. So, der zweite Punkt, da kann auch vielleicht meine Frau und ich werde dann den Senf dazu geben, eingehen. Es ist Rechnung von Handwerker, haben wir jetzt bekommen. Der ganze Tisch ist hier voll. Da liegt, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Aber wir mussten halt das mal durchgehen, weil da haben gewisse Dinge nicht gestimmt. Daraus haben wir wieder gelernt. Und das werden wir in Zukunft auch anders machen. Es geht jetzt halt gerade um Sanierungsprojekt. Bei Buy and Hold musst du sowas nicht, also ist was anderes. Aber eben, wenn du bei Buy and Hold was sanieren willst, auch klar, oder renovieren klar, willst, auf jeden Fall. Grundsätzlich bei allen Handwerkern muss man so vorgehen. Genau, ja. Aber eben, wenn du vor allem so ein Sanierungsprojekt machst, wo du eine Schrottimmobilie kaufst, sanierst und verkaufst mit Gewinn, da musst du extrem auf sowas achten und ja, da kannst du mal gerne mal berichten, wenn du möchtest. Genau, also wie gesagt, wir hatten ja einen Kostenvoranschlag gehabt und jetzt kamen die Abrechnungen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass einige Sachen, also ich bin wirklich dann Punkt für Punkt, sage ich mal, ich kann vielleicht zeigen, zum Beispiel, ja, so, dass man das einfach sieht, ohne dass man Datenschutz, sage ich mal, so. Ja. Eben, da sind dann so Punkte aufgelistet, was gemacht werden muss. Oder was gemacht wurde, beziehungsweise welches Material benutzt wurde und dann die Preise und genau und dann wirklich dadurch, dass ich ja wie gesagt noch nie eine Heizung gemacht habe oder noch nie Sanitärfirma geholt habe, um das alles zu machen, musste ich wirklich googeln die Sachen. Ich bin jeden Artikel, den ich durchgegangen habe, der Vorteil ist, man kann ja auch heutzutage sofort auf in Google sehen, was das ist. Du denkst, ah, okay, das habe ich gesehen. Ah, das ist das. Okay, verstanden. Und so lernst du auch, sag ich mal, für dich. Du lernst, was das ist, als eins. Und zum Teil lernst du die Preise. Schaust du einfach, ist der Preis so in Ordnung? Klar, du hattest ja auch den Kostenvoranschlag, aber da haben wir einfach Eile gehabt und wir haben das angenommen, weil wir einfach schnell agieren wollten. Und da habe ich damals einfach nicht geschaut, was ist, ja. Und von dem her habe ich jetzt jeden Artikel gegoogelt und überall Häkchen, wenn es zum Beispiel erfüllt ist oder ist vorhanden. Und dann habe ich gesehen auch, dann waren, wenn man nicht kontrolliert, wie gesagt, hätten wir schon ein paar tausend Euro verschenkt, weil die haben dann zum Beispiel ein paar Sachen teurer reingeschrieben, wie zum Beispiel den Klo. Klo haben sie genommen, der hat irgendwie fast 400 Euro gekostet. Mit automatischer Absenkung und so. Und ich habe gesagt, nee, das haben wir noch, weiß ich noch ganz genau, beschlossen. Wir wollen sowas nicht, das ist unnötiger Luxus. Und der normale Klositz kostet 160 Euro. Also das ist Welten, sage ich mal. Und das dann eben ein paar Sachen, wie gesagt, waren aufgelistet, die wir dann aber gekauft haben und gemacht haben oder unsere Handwerker installiert haben. Und deswegen habe ich da einiges gespart. Was der größte Punkt ist jetzt, okay, das Material ist jetzt klar, das haben wir jetzt korrigiert bekommen, aber der größte Punkt ist die Arbeitsstunden. Wir haben am Anfang gesagt, ich habe denen gesagt, ich brauche von euch eine Auflistung, wenn ihr da wart und was ihr gemacht habt, wie ihr lange gearbeitet habt, weil schon von Anfang an habe ich gemerkt,
Ich war dann da, die waren dann nicht da und dann auf einmal kam das Zettel, dass die mussten, dass die da ganzen Tag waren. Also ein Handwerker verdient 50, 60 Euro pro Stunde und da läppert sich sehr, sehr schnell Wahnsinn Summen an, wenn du das nicht kontrollierst. Und deswegen empfehle ich einfach euch immer, dass die euch nach jedem Tag, wo sie da waren, aufschreiben, was sie gemacht haben und wie lange sie da waren und wie viele Leute da waren, beziehungsweise wer da war, ja, weil ein Facharbeiter oder ein Meister kostet unterschiedlich und eben deswegen immer aufschreiben, wer da war mit Namen, was er, und auf dem Kostenvorschlag sieht man ja dann, was ein Facharbeiter kostet oder was ein Meister kostet. Und nicht, dass auf einmal der Meister eigentlich nie da war, aber auf einmal steht da 50 Stunden von dem Meister, ja, obwohl alles die Facharbeiter oder die Azubis gemacht haben. Keine Ahnung wer, ja. Also da musst ihr richtig vorsichtig sein, weil, wie gesagt, ich fühle mich jetzt persönlich ein bisschen verarscht, weil es kommt jetzt im Nachhinein Blätter vor 3, 4 Monaten und du weißt es wirklich nicht mehr, ob die tatsächlich da waren und was sie damals gemacht haben, weil wir haben ja, wie gesagt, bekommen und dann lange kam nichts. Ich habe gesagt, das ist dessen Problem, dass sie das nicht gemacht haben. Aber jetzt sind wir natürlich auch in Beweispflicht oder irgendwie, dass wir sagen, nee, ihr wart nicht da, und weil ich habe das damals nicht unterschrieben, weil wir ja so lange auch ausgezögert haben und eben nicht verlangt haben, dieses Blatt, sind sie einfach gegangen, wann die wollten, weil wir dann eben Probleme mit der Tür waren, die Türen waren offen und wie gesagt, die haben sich dann getan und am Anfang, und dann sieht man, dass sie auf einmal den ganzen Tag waren, fast jeden Tag und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht streiten, ich habe gesagt, wir bezahlen das jetzt, aber wir haben davon gelernt, ja. Und ich empfehle euch einfach wirklich, das irgendwie alles festzuschreiben und wirklich damit, weil an den Stunden, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass so viele Stunden dort verbracht wurden, weil wir haben auch immer angerufen, gefragt, ja, wann kommen Sie, wann machen Sie das bis zum Ende, wann kommen Sie das? Also da war schon Unzufriedenheit und dann auf einmal kommt da etliche Stunden, dass sie dann doch gearbeitet haben und ja, finde ich einfach enttäuschend. Aber ja, jetzt zahlen wir das und genau. Nur damit ihr da Bescheid wisst, ihr könnt so ein Formular nutzen, zeige ich auch. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ich das so, ja. Knickt da rum einfach. Ja, aber das ist auch, man sieht da, wo Name reinkommt. Also, das ist dann aus dem Internet ausgedruckt, habe ich ein Name des Mitarbeiters, Firma und dann einfach hier ist dann Monat, also zum Beispiel schreibt man Januar und dann 1, 2, 3 ist bis 31 notiert die Tage und dann zum Beispiel sagen sie, okay, die waren am 16. Januar von da bis da und so lange haben die Pause gemacht und am besten, wie gesagt, mit Kommentar, was die gemacht haben. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, ein viel breiteres nehmen. Das ist jetzt hier ein bisschen wenig Platz, finde ich, für ausführliche Erklärung. Lieber macht einfach selber eine Excel-Tabelle, wo ihr den Namen des Mitarbeiters aufschreibt, wann er da war, wann er Pause gemacht hat, beziehungsweise wie lange er da war und was hat er gemacht an dem Tag. Und sofort dann Tag unterschreiben lassen und einziehen, dass ihr nicht im Nachhinein sagt, seit wann kommt dieses Blatt oder die waren doch damals nicht. Also ja, da haben wir wirklich eine Lehre jetzt daraus gezogen. Mal sind komische Sachen jetzt gekommen. Also das Genau, das. Wichtigste ist, dass ihr einfach drei Sachen mitnehmt. Die sollen euch genau sagen, wann sie kommen. Und normalerweise sind da Türen da. Bei uns war halt keine Tür und da konnten sie halt rein. Und sonst mussten wir halt den aufschließen oder sonst noch irgendwas. Also auf jeden Fall sollen sie sagen, wann sie kommen. Dass du halt dann da bist, wenn sie dann da sind. Also uhrzeitmäßig. Und wenn sie wieder gehen, dass du wieder da bist. Damit du wirklich auch weißt. Weil da können sie nichts, was sie jetzt dazwischen gemacht haben. Da bist du nicht. Du hast andere Sachen zu tun noch den ganzen Tag.
Aber wenigstens die drei Sachen. Ja, weil die Gefahr ist, wenn du jemanden beauftragst pro Stunde, also dass sie sagen, ja, eine Stunde von dem und dem kostet so und so viel, die können da rauchen halbe Stunde, die können da noch Kaffeechen trinken halbe Stunde. Und du, wenn du dann dazwischen eben einfach weg bist, bekommst du das nicht mit. Und wie gesagt, 50, 60 Euro pro Stunde, das läppert sich wahnsinnig einfach. Aber wie gesagt, da steckst du nicht drin, oder du musst halt Ja. einen beauftragen, der halt den ganzen Tag da ist und aufpasst, was sie macht. Auch Ja. tatsächlich das ist, was sie Ja. machen. Du musst halt einen finden, Ja. oder du musst, also einer, der wo das halt für dich macht, oder du musst halt einen dafür bezahlen auch. Ja. Es gibt, wie gesagt, bei großen Firmen gibt es ja diese Baustellen, nicht Aufsicht, sondern Bauleiter. Der geht tatsächlich und er jeden Tag macht quasi Abnahme, schaut, wie die Arbeiten ausgeführt werden. Auch wenn irgendwas nicht zum Beispiel korrekt gemacht ist, muss man ganz sofort eingreifen und nicht irgendwann nach irgendwie, wenn es alles fertig ist, oh, da soll ja noch eine Steckdose rein und da sind schon Fliesen drüber gefliest worden oder sonst noch was. Also das ist dann viel zu spät und dann muss man leben mit dem Mangel, was dann da ist. Also einfach, wie gesagt, je öfters man da ist und je schneller man eingreifen kann, desto ja, besser das ist. Also meiner Meinung nach ist es am besten, wenn du dein Handwerkerteam hast, du rufst sie alle zusammen an einem Tag, du rufst sie und sagst, ihr tut jetzt unter euch sagen, wie ihr am besten davor geht, damit ihr euch nicht im Weg steht. So habe ich jetzt für mich selber durch diese Erfahrung hier rausbekommen. Das ist am besten, dass sie sich untereinander, damit nicht wir sagen, du musst das machen, und dann heißt es ja, ihr habt doch gesagt, dass wir das machen sollen, und die haben gesagt, aber dann sind wir jetzt, müssten wir eigentlich jetzt dran. Ist am besten, wenn die, weil die sind die Profis, die machen das jeden Tag, sie müssen sich abklären, sie wissen, was als erstes kommt, was, wenn dann so Kleinigkeiten sind, sagen sie, okay, das lassen wir, dann kommt ihr, dann macht ihr das, dann kommen wir wieder rein. So ist es am besten. So sage ich es auch in meinem neuen Online-Kurs, Immobiliensanierung, wo bald rauskommt, da erkläre ich es genauso. Also, so ist es am optimalsten. Ja, Ja. aber weil es so oft war, das Problem wirklich, dass vor allem, wo die Küche dann kam, dann der Elektriker musste noch was machen, dann hat der Küchenbauer was dazwischen gemacht, aber dann waren die Anschlüsse von der Heizungsfirma noch dran, dann musste die Heizungsfirma dazwischen kommen, die Anschlüsse abschreiben, damit die Einbauküche dran machen kann, die Spritzschutz und also es war riesen hin und her und dann kam wieder der Elektriker, musste wieder die Genau. Steckdosen dran und erst dann konnten die Heizungsfirma kommen und dann wieder alle Anschlüsse fertig montieren oder halt. Also das war Genau das war die Lehre für mich. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das verbessern. ja. Und das so ist es für mich am optimalsten. Damit die, wo sich da auskennen, sich untereinander besprechen. Und dann bist du auch aus der Sache raus, vor allem. Das ist auch wichtig. Und nicht, er hat gesagt, er hat das gesagt, er hat das gesagt, und dann sagst du, ich habe es doch gar nicht gesagt. Wenn sie unter sich sprechen, dann bist du ja sozusagen gar nicht da. Dann haben sie überhaupt nichts mit dir zu tun. Und die sollen ihr Ding machen, die sollen dir immer nur sagen, wie gesagt, wegen der Abnahme, wann sie kommen, also Tag, Uhrzeit, und eben, du sollst aber auch immer da sein oder jemanden haben, der das wirklich kontrolliert. Weil, Ob es tatsächlich auch gemacht wurde, das, was eben die da aufschreiben. genau, und dann eben nach Beendigung der Arbeit, also an dem Tag. Weil, wie gesagt, da steht dann auch irgendwann Installationsarbeiten, Heizung und Sanitär. Aber was genau wurde installiert? Am nächsten Tag steht wieder Installationsarbeit, Heizung, Sanitär und Gas, Probe, Durchführung durch die Decke, bla bla bla. Was haben sie denn da vor einem Tag davor ganzen Tag gemacht? Und am nächsten Tag haben sie wieder ganzen Tag was gemacht. Also da muss man ganz genau schreiben, nicht nur einfach Installation irgendwas, sondern wirklich, es wurde Heizkörper in den Raum aufgehängt, in dem Schlafzimmer, in dem Wohnzimmer, in der Küche. Du weißt, okay, ganzen Tag haben sie den Heizkörper aufgehängt oder sonst noch was, dass man das nachvollziehen kann, weil was ist Installation Sanitär? Also für mich Sanitär war bis zum Schluss nicht fertig irgendwie. Haben wir ja selber alles montieren lassen, aber irgendwie ist es immer so, dass die da dran waren. Ja. Ja, Keine Ahnung. also wie gesagt, buy and hold, das ist viel einfacher. Ja. Also wenn du buy and hold, also kaufen und langfristig vermieten, Mut brauchst, dann weiß ich nicht, weil was du bei sowas brauchst, da brauchst du Lebensmut, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist viel, viel mühseliger. Und du musst halt
auch da sehr, sehr gut einkaufen, weil sonst machst du überhaupt gar keinen Gewinn oder so. Also am Schluss zahlst du, zahlst, dann musst du noch das und das. Wenn die Kalkulation falsch ist, da sind wir auch falsch gelegen. Also wie gesagt, wir haben in diesem Projekt so viel gelernt für die Zukunft, dass die nächsten nur besser werden können und um einiges besser. Ja, aber ich habe auch gesagt, also es ist wirklich eine Lehre. Es war ein schwieriger Fall, aber ich habe auch, ja, auch den Markt falsch eingeschätzt, auf was die Leute achten, auch bei der Besichtigung. Ah, ja, okay, dann sage ich ja Das noch, kommt gleich, das ja. kommt noch. Ja, das habe ich alles falsch Ja, dann würde ich gehandelt. mal sagen, dann switchen wir gerade mal auf diesen Punkt drüber. Der letzte Punkt habe ich hier aufgeschrieben, unser Sanierungsprojekt. Ja, dieses bekannte Sanierungsprojekt, wo wir haben. Und ja, wie ist der aktuelle Stand? Das wird euch jetzt meine Frau erzählen und ich werde wieder meinen Senf dazu geben. Genau, und nicht mein Ketchup. Ja, aktueller Stand. Ich hatte auf jeden Fall jetzt mittlerweile drei Besichtigungstermine. Und bei allen Terminen ist mir wahnsinnig was aufgefallen, was ich nie gedacht habe, dass die Leute extrem auch von dem Haus, von dem Äußerlichen her, ja, beeinflusst werden. Also die Wohnung haben wir, wie gesagt, kernsaniert, das ist alles neu, aber die gehen dann natürlich durch den Hausgang alles hoch und dann fragen sie sich, alle haben gefragt, ja, wird denn auch Hausgang irgendwie, Hausflur oder so, renoviert? Das sieht ja nicht so schön aus, und oder wird mal gestrichen, das Haus oder sonst noch was. Also da waren etliche Fragen an das Außenrum herum und Flur und wie wird es denn gereinigt und so, weil es war auch nicht Wie so sieht der sauber. Besuch das? Ja, aber die ganze Schuhe da draußen, weil ich habe gesagt, ja, es ist halt so, normalerweise im Hausgang darf man nichts lagern, das ist Rettungsweg, also das ist brandschutztechnisch nicht erlaubt, aber in dem Bereich, da haben manche wirklich ganze Schränke voller Schuhen und in dem Gang, also da ist die Hauswand, muss man auch sagen, kein schönes Licht fällt auf die Hausverwaltung, dass sie da nicht dra hinten dran sind, weil wir haben andere Objekte in anderen, zum Beispiel in einem Ort oder in einem anderen Haus, und da wird jedes Jahr wirklich, da kommt Brandschutzbeauftragter und geht durch den ganzen Hausgang und sagt, die Blumentöpfe muss weg, der Schrank muss weg, die Matte sogar vielleicht muss weg. Da ist knallhart und da wird jeder angeschrieben, muss jeder alles wegräumen. Und wirklich, wir hatten dann auch nicht reagiert, weil wir dachten, das ist nicht zu uns. Und dann haben sie uns angeschrieben, das ist doch ihre Mieterin und so. Also da sind manche Hausverwaltungen wirklich stark hinterher. Aber es ist auch für die Firmen viel einfacher, das Ganze zu putzen. Und dort sieht es einfach dementsprechend schön und gepflegt aus. Und dort bei uns, dort ist halt Kehrwoche, da macht jeder irgendwie, und wenn überhaupt, oder wartet, bis dann die Woche vergangen ist, dass die nicht mehr dran sind, und dementsprechend sieht es so aus. Also der Hausgang ist wirklich nicht gepflegt, und das war der Nachteil bis jetzt bei allen, dass sie gesagt haben, naja, dass wenn Besuch kommt, die müssen dann, weil die Wohnung ist dann im dritten OG, komplett durch das ganze Hausgang. Und es ist nicht schön. Ja, und da habe ich gesagt, leider kann ich das nicht sanieren. Wir haben gesagt, was kommt, sind die Balkone. Das ist fest, ist schon beschlossen, aber alles andere, es ist, wie es ist. Da müssen wirklich auch die Bewohner vielleicht hinterher sein oder die Eigentümer, dass sie das bei der Eigentümerversammlung ansprechen. Weil weiß ich jetzt nicht, ob die Hausverwaltung auch da Bescheid weiß, aber die müssten wissen, weil da kommt ja auch Hausmeister und alles und mussten doch auch alles sehen. Und das ist wirklich wie zweite Wohnzimmer bei manchen, ist das vor der Tür, weiß Noch eine Wohnfläche. ich, noch eine Wohnfläche. Genau. Also das war an sich, wie gesagt, die Wohnung hat allen sehr gut gefallen. Wie gesagt, alle haben gelobt. Also die Küche, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir den Geschmack von den Leuten sehr gut getroffen haben. Auch das Bad, wirklich alle sagen, es ist so schöne, helle Wohnung und alles neu halt. Und wirklich der Boden, genauso wie eben die Arbeitsfläche. Also, und wir haben jetzt auch Balkon noch verschönert. Also es sieht schön aus, also
mit den neuen Fenstern und allem. Ja, jetzt gehen wir halt in den Urlaub und wir haben da ein paar Leute, die noch Angebot abgeben wollen. Und die haben wir gesagt, dass sie einfach Woche dann noch Gedanken machen kann. Sie kann auch früher Angebote abgeben oder eben. Sie hat Zeit, weil viele wollen dann nochmal zweite Besichtigung halt mit vielleicht noch jemand, der sich besser auskennt. Das ist auch, wenn Sie zum Beispiel selber nicht so gut auskennen, aber möchten investieren, nehmt doch jemanden einfach mit, der sich auskennt und dann, dem ihr vertraut und dann lasst mit ihm nochmal eine Besichtigung machen. Also es ist ja nicht so, dass ihr nur einmal besichtigen könnt. Ich habe oft so, dass ich sofort sage den Leuten, vor allem bei renovierungsbedürftigen Immobilien, sage ich, kein Thema, kommt nochmal mit Handwerker. Wenn ihr keinen findet, ich kann einen Handwerker beauftragen, der kommt und der sagt euch was kostet, dass ihr vielleicht, sage ich mal, einen Kostenvorschlag bekommt oder dass ihr mal gehört habt, was es ans Gesicht zu tun wäre, weil so ein Privatmensch, der vielleicht einmal kauft oder zum ersten Mal kauft, hat vielleicht nicht die Augen wie ein Handwerker. Natürlich muss man dann auch aufpassen, nicht, dass er dann alles schlimm sieht, weil es gibt auch so Handwerker, die sagen, oh, da, 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 und dann verunsichert euch, ja. Wie gesagt, jemand, dem ihr vertraut und vielleicht auch selber mit eigenem Köpfchen das Ganze nüchtern betrachten und ja, genau. Und bei mir kommt es, wie gesagt, öfters mal vor, dass ich mit denselben Leuten mehrmals besichtige. Weil ich sage, man kauft nicht jeden Tag eine Immobilie. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist nicht so wie falsche Brötchen gekauft, auch. Die sind hart, die schmecken nicht. Dann schmeiße ich sie halt weg. Immobilie, wenn da was ist, dann ist es mit Rückabwicklung ein bisschen schwieriger. Ja. Genau. Ja, es ist halt einfach ja, diese Sache halt, dass viele auch sich von den Äußerlichkeiten beeinflussen lassen. Aber das habe ich meiner Frau gesagt, das war bei mir im Kopf, nicht, dass sie Ja, das bemängeln. ach so, ja, weil ich wollte nur sagen, wie ich das gesehen habe. Bei uns in Lettland, ich komme ja aus Lettland, und bei uns ist üblich, dass jeder macht für sich extrem schön in den Wohnungen. Du kannst alles machen, wie du willst, da musst du auch nicht absprechen. Da hat jeder eine andere Wohnungseingangstür. Man sieht es, wenn man durch den Hausgang durchgeht, jeder hat was anderes. Aber der Hausgang ist versifft. Dreckig, mit Graffiti verschmutzt und so bin ich groß geworden und ich dachte, ja, das ist das nicht wichtig. Und ich habe den Fokus einfach nicht drauf gehabt und mein Mann hat es gesagt, aber er hat es hier jetzt mir das gesagt. Er hat gesagt, ja, er hofft, dass es nicht der Mangel sein wird. Ich, warum? Die Wohnung ist doch das Wichtige. Da verbringt man doch die Zeit, nicht in der Ausgang, aber in Deutschland wohl das Gesamtbild muss stimmen. Ja, in Lettland, das kann ich bestätigen, da war ich ja schon ein paar Mal. An. Ja, ein bisschen, ja, andere Länder, andere Sitten, Ja. aber. Ja, die Tür ist halt die ganze Zeit offen. Kommt mal ein Obdachloser, schlägt, Ja, macht Pipi eben, oder ab und zu sowas. ist da jemand und schläft drin. Ja. Ja, ist halt so. Und hier ist es halt anders. Aber wie gesagt, jetzt haben wir vielleicht jemanden, der wirklich Interesse hat. Ja, und dann schauen wir weiter. Hier kommt eine Frage rein. Verkauft ihr Immobilien oder vermietet ihr? Jetzt, also wir vermieten grundsätzlich. Verkaufen tun wir jetzt dieses eine Objekt. Das ist jetzt so ein Test haben wir gemacht mit diesem Fix und Flip, obwohl das ist kein Fix und Flip, das ist komplette Sanierung, Kernsanierung gewesen. Genau. Einfach ein Projekt und wir wollten schauen, wie das dann ankommt, wenn wir das saniert verkaufen dann. Genau. Das ist das Einzige. Normalerweise verkaufen tun wir dann vielleicht, also nach 10 Jahren, Ja. wenn die Immobilie steuerfrei ist in Deutschland, dann auf jeden Fall das ein oder andere Objekt, Ja. um weiter zu investieren, um Ja. größere Projekte damit abzuschließen. Und von daher, ja, so ist halt unser Plan. Wie es dann schlussendlich wird, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ja, zukaufen wollen wir ständig. Das ist auf jeden Fall. Kaufsüchtig. Ja, das macht süchtig. Das macht Spaß, es gibt ein Ja. gutes Gefühl, sowas zu besitzen. Und du weißt, dass es gegen die Inflation hilft, denn das Geld wird entwertet. Da müsst ihr auch drauf aufpassen.
Also. Ja, weil die Inflation, die offiziell, sage ich mal, ausgeschrieben ist, ist ja nicht Die ist zu niedrig. die ist zu niedrig, die ist im Original viel, viel höher. Ja, weil eben, man sieht es ja allein an den Immobilienpreisen. Wie kann das sein, dass vor 10 Jahren hat die Hälfte die Wohnung gekostet wie heute? Und ist die Inflation, keine Ahnung, was ist die offiziell, 2% oder so? Ja, 2 bis 3, Ja, sowas. das stimmt ja Ja, nicht. es ist halt, weil zu viel Geld gedruckt wird. Wenn zu viel Geld im Umlauf ist, dann ja, Ja. ist das halt nun mal so, ne? Und die werden drucken, damit eben jetzt die Corona noch auf die Beine kommt. Und jetzt Wahrscheinlich, haben, ja. hab gestern gehört, die haben Rente beschlossen für eine Fixrente quasi. Irgendwas war, irgendwann haben Habe sie ich das aufgestimmt. unglaublich. Und das soll aus Steuereinnahmen wieder erfolgen. Wieder der Steuerzahler oder der, der wieder gearbeitet hat die ganze Zeit, habe ich gedacht. Naja, wenn, wie gesagt, ich verlasse mich nicht auf diese Rente, deswegen investieren wir ja, aber ich fand es sozial ungerecht, finde ich persönlich das, weil, wie gesagt, es ist eine Sache, die Leute, die nicht arbeiten können, aber es gibt, ich kenne auch viele, die nicht arbeiten wollen und haben Beine, Arme und Kopf und können alles machen. Und es gibt dafür Leute, die behindert sind und wollen arbeiten und können einfach nicht oder sonst noch was. Also das ist zwei Paar Schuhe. Und da muss man nicht pauschalisieren, alle sollen jetzt eine Grundrente bekommen. Finde ich unfair einfach. Ja, es ist vielleicht unfair, das stimmt, aber die, wo nicht arbeiten wollen und die bekommen eine Rente, bekommen halt eine Scheißrente. Ganz einfach. Es ist halt einfach so, die bekommen halt etwas, ist ja alles schön und gut, Deutschland Sozialstaat, alles gut, sollen sie machen, wie sie wollen, aber viel können sich damit nicht leisten, denn die Mieten, die Immobilienpreise, alles steigt, bis die Leute in die Rente gehen, die wo jetzt heute nicht arbeiten wollen. Da können sie sich so oder so nichts leisten. Also von daher, es ist ein mickriger Betrag. Mickrig. Also, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ja. Genau. Und mit Immobilien baut ihr euch eure eigene Rente auf. Verlasst euch nicht auf andere Menschen. Verlasst euch nicht auf irgendwelche Arbeitgeber. Verlasst euch nicht auf irgendwelche anderen Leute oder so. Macht euer eigenes Ding. Das sage ich auch immer wieder. Dann seid ihr wirklich frei und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr tut. Und nicht den ganzen Tag am Meckern, weil irgendwelche anderen Leute irgendwas entscheiden und ihr müsst einfach mitziehen und sagt, es ist doch scheiße, was er gemacht hat, mach doch dein eigenes Ding und dann musst du dich über niemanden mehr beklagen. Punkt. Es ist einfach so. Ja, hast recht. Nein, ich weiß nicht, irgendwie gegen dich, ich wollte allgemein einfach sagen, ja, das habe ich schon von dir vergessen. Ja. Ja, genau. Das waren unsere Themen. Ja, spannende Themen, wie ich finde. Also. Ich hoffe, ihr konntet viel davon mitnehmen. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, raus damit, sehr gerne. Ansonsten auch im Anschluss gerne uns per Direktnachricht anschreiben, gar kein Problem. Wenn ihr den Live-Chat gut fandet, wie gesagt, die Herzchen unten immer wieder drücken, es würde uns auch wieder weiterhin sehr freuen. Und vielen Okay. Dank schon mal für die Herzchen, wo da geflossen sind. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen geben wir auch jede Woche Vollgas. Und bereiten uns auf diesen Live-Chat vor, nehmen uns die Zeit dafür und ja, wollen euch dafür so maximal Mehrwert geben wie immer. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr von uns wissen wollt, meine Frau hat einen YouTube-Kanal. Du heißt S.Klavina, gell? Nee, ich glaube vollständig Silvia Klavina. Das Ja. YouTube, Instagram Ah, ich S.Klavina. habe doch bei YouTube auch. YouTube heiße ich einfach so, Danke für die Silvia. Herzchen. Das bin ich auf YouTube. Ja, und mich kennt ihr, ich heiße also so wie hier Matthias Klavina bei YouTube. Schaut gerne rein. Jede Woche 2 neue Videos. Mich brauchst du nicht erwähnen. Nein, nein, ich wollte nur schreiben, wie ich auf Instagram. Falls ihr dann nächste Woche in Urlaub und so beim Cocktails am Strand arbeitet wollt. Ja, wie gesagt, ich werde euch noch So, berichten, ja. von wo wir tatsächlich den Live-Chat aufnehmen. Wie gesagt, vom Hotel wird es bei mir sein. Wenn vom Hotel auch wir guten Blick zum Meer hinten dran haben oder sonst noch irgendwas, werden wir es auch da machen. Ist ja kein Problem. Aber ihr werdet auf jeden Fall Bescheid bekommen. Wir werden auch dort aktiv sein. Wir werden nicht da durch die. Wir werden viel laufen. Aber ich werde mir auch dort wieder Gedanken machen, so was die Zukunft anbelangt, wie wir was strukturieren werden, was wir als nächstes machen werden und was ich vor allem auch als nächstes mache, denn ich habe so vieles vor. Und ja, dann schauen wir mal. Baby ist auch bald da.
Und von daher, das Leben wird sich weiterhin radikal ändern. Und das freut mich. Neue Herausforderungen, sonst wird das Leben langweilig. Und das ist wirklich, mir kann ich jedem nur empfehlen. Neue Immobilien zu verkaufen, habe ich eventuell bald. Ja, Das sie hat kriegt ihr auch. auch alles mit auf meinem Instagram-Account. Da poste ich auch immer wieder was von meinen zu verkaufenden Immobilien in der Region Lörrach. Die Wohnung, die schöne Wohnung, die eventuell bald reinkommt, die sind Steinen. Falls Genau. jemand von Lörrach sind und sucht eine Vierzimmerwohnung, Aber eine. das werdet ihr dann sehen. Ja. Ansonsten, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, geht auch noch auf matthias-klavina-akademie.de. Da ist, wie gesagt, meine Akademie, da ist mein Kern, da ist mein Blog drauf, da sind unsere Investments drauf, da sind meine Online-Kurse drauf, da ist mein Coaching drauf, wenn du ein Coaching mit mir buchen möchtest, 1:1-Coaching. Oder wenn du denkst, dass du ein Erstgespräch brauchst, drück auf den Button Erstgespräch, such dir eine Uhrzeit aus, wir telefonieren dann eine halbe Stunde, du musst dann einfach nur 6, 7 Fragen ausfüllen, wo du gerade stehst, wo du hin willst, was deine Ziele sind, all die Dinge, dann können wir darüber telefonieren, gar kein Problem, sehr gerne. Und wenn du meinen kostenlosen Hörkurs haben willst, der geht um die 7 Fehler meiner Meinung nach, wenn du als Anfänger in Immobilien investieren willst. Da ist auch neben dem Erstgespräch-Button ist auch noch da steht mehr, gehst du auf den Pfeil drauf, da kommt ein Dropdown-Menü, also wo es sich nach unten führt, und dann drückst du einfach auf den jetzt Hörkurs sichern oder sowas steht da, keine Ahnung. Auf jeden Fall drückst du da drauf und dann kannst du meinen kostenlosen Hörkurs, also nicht zum Sehen, einfach nur zum Hören, wie mein Podcast oder allgemeine Podcast, da kannst du dir das immer reinziehen, geht circa 60 Minuten um die 7 Fehler meiner Meinung nach, die du nicht tun sollst, wenn du als Anfänger in Immobilien investierst. Sicher ihn dir gerne, der ist für dich verfügbar, wie gesagt, komplett kostenlos und ja, bringt einen Haufen Mehrwert meiner Meinung nach. Alles, was ich hier gebe, ist meiner, unserer Meinung nach und von daher profitierst du da extrem. Gut, ansonsten, wie gesagt, wenn du das hier bei YouTube siehst, weil diesen Live-Chat tue ich auch bei YouTube teilen, dann findest du in der Videobeschreibung auch einen Link dazu. Kannst du auch jetzt Hörkurs sichern, kostenlosen, dann drückst du einfach da drauf und dann wirst du auch automatisch dahin geleitet. Ansonsten gerne bei YouTube ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Wenn du noch mehr von mir, wie gesagt, jede Woche bringe ich 2 Videos raus. Und mit dem meisten Mehrwert, wo ich dir nur maximal geben kann. Und da würde mich freuen, wenn du in die Community mit reinkommst. Da können wir uns austauschen. Du kannst immer wieder gerne einen Kommentar da geben. Wenn du irgendwas in Zukunft haben willst, dass ich irgendwie ein YouTube-Video darüber aufnehme, schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mich per Direktnachricht an. Da werde ich das für dich aufnehmen, damit du diesen Mehrwert hast und alle anderen Menschen, die wo das sehen wollen, auch profitieren. Genau. Das kann ich dir hier empfehlen und würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanken wir uns sehr für eure Zeit, denn die ist Danke. sehr, sehr wertvoll, sage ich Ja. auch jedes Mal. Die Zeit kann man leider nicht zurückdrehen, deswegen macht das Beste aus eurer Zeit, macht jeden Tag das Beste draus, gibt Vollgas, jeden Tag, jede Woche, jede Stunde, jeden Monat, immer das Beste draus machen. Alles klar. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Einen wunderschönen guten Guten Abend. Abend, schönes Wochenende. Ciao.